anfängt. Die Mucke ist auch mega scheiße. Die Mucke ist echt scheiße, aber geht auch noch nicht. Homo Arsch. Nächster Server. Ich musste mich Crazy Hardy nennen. Ah, ich bin auf den dritten. Eistrau oder so. Verbinden. Rüst Tim Server. Das Konto ist gesperrt. Dein Konto ist gesperrt? Ja. Da kann ich nachvollziehen, da bist du ein kleiner Homo Arsch. Oh Gott, muss ich jetzt einfach noch die E-Mail bestätigen? Nee, ich habe eigentlich keine Aufforderung gekriegt, dass ich die E-Mail bestätige. Doch, ich habe die gerade erst gekriegt. Ach so. Ach Gott. Ach Gott. Down. Homo Arsch. No reply at Gameforge. Bitte registrier, bla. Homo Arsch! Alles klar, ich habe mein Konto jetzt bestätigt. Kann ich mich jetzt anmelden, dann muss der Spiel dafür nochmal neu starten. So. Crazy Hardy. Passwort. Deine Mutter. Bitte wähle einen anderen Server! Ich muss einen anderen Server wählen. Nein, der dritte geht nicht. Ja, und dann lass einfach den... Wie komme ich da wieder zurück? Wenn du auf Wählen klickst, lass die 15 im Certain Channel 1. Boah, jetzt habe ich das Spiel natürlich beendet, Hammer. Dann bist du ein Homo-Arsch, ey. Du bist ein Homo-Arsch. Deine Mom ist hat ein Homo-Arsch. Nee, du warst ein Homo-Arsch. Naja. Wo ständig reingepimpert wird. Was hast du jetzt genommen? Karthago? Nee, den 15. Certain oder so. Certain, und was für ein Channel? 1. Boah, Alter. Crazy Hardy. Passwort deine Mutter. Verbindung zum Server hergestellt. Anmeldevorgang läuft. Alles klar. Jetzt bin ich in einem Bildschirm, wo ich links ein kleines Fenster habe und unten zwei Schwerter und keine Figur. Du auch? Ja, genau, bei mir auch. Und ich kann auch nichts eingeben in dem Fenster. Alles klar, dann fangen wir hier an, ja? Ja. Alles klar. Kurze Aufnahme. Okay. So. Mädchen 2, ihr Wichser, ey. Willkommen zu Trash Night, ja? Wir haben euch von euch platt machen lassen, dieses wunderschöne Asian MRO-RPG blablub zu zocken. Auch wenn wir eigentlich auf so eine Kacke gar keinen Bock haben. Weil da räumen wir jetzt schon wieder die Fußnägel hoch. Ja, ich habe da ein paar Screenshots von gesehen, die waren richtig, richtig kackjes, ja? Egal, wir sind jetzt hier in so einem Erstellungsbildschirm, nachdem ich habe einen neuen Account erstellt, by the way, da spielst du in Gameforge, also hätte man das gar nicht machen müssen. Falls ihr mich adden wollt, für den Fall, dass ich nie wieder spiele, ist Homo Arsch der Name, den ihr adden müsst. Ja, so sieht's aus. Aber das bringt uns jetzt nicht weiter, weil ich kann hier nichts machen. Nee, aber ich glaube, ich klicke einfach mal auf Erstellen. Das hat sogar funktioniert. Erstellen? Ja, einfach auf Erstellen. Wähle dein Reich. Ja. Ich hier nur Reich. Welches Reich nimmst du denn? Irgendwie, wenn ich auf Weiter drücke, dann steht ja, kann ich nur wählen. Okay, ich kann das jetzt wählen. Kann ich das auswählen. Wenn ich auf Wählen drücke. Jetzt kann ich auch, hier sind die Charaktere auf einmal auch da. Boah, leck mir die Arme. Ja, leck mir mal die Hoden. Wie komme ich denn jetzt zurück wieder in den Auswahlbildschirm? Nee, ich habe auf Wählen gedrückt. Links. Ah! Aber geil, ich nehme so eine Frau, wo man die Titten sieht. Ah, die ist gut. Aussehen ich will keine Frau. Ja, Mann. Alter, sehen die alle scheiße aus. Aussehen. Boah, erstellen. Gib meinen Namen ein. Homo, Junge. Ja, hab ich doch, ey. Machen wir mal Bram. Erstellen. Oh, das ist ein Ninja. Alles klar. Start. Jetzt geht los, ey. Mal ganz ehrlich, das Spiel, das ich das gesehen habe, ja, ich habe gesehen, wie oft ihr in die Comments geschrieben habt, und da habe ich schon gesagt, Alter, ich hasse euch, wa? Das kann nicht wahr sein, wenn das Spiel jetzt schon auf die Eier geht. Wie kann man, was hast du denn für eine Klasse genommen? Weiß ich nicht. Die Frau. Ja, der Ninja ist ja so ein bisschen was wie ein Schurke. Sura ist Magier, Schamane ist ja Schamane halt. Ich kämpfe gerade gegen Hunde. Ja, ich hab schon angefangen! Ja, tut mir leid, ich bin quasi vor dem gespawnt! Ich sterbe schon! Gib mir ihm! Boah, ich muss schon dran trinken, komm, oder ich was? Nehm den Krieger, ey, scheiß drauf. Du kannst den Charakter nicht erstellen, das ist aber nett, warum denn nicht? Ja, ich bin tot. Alter, er wollte mich doch verarschen, ey. Ich bin echt tot. Erstellen. Hier neu starten. Ein anderer Charakter trägt bereits diesen Namen. Den Freak!
wir nennen uns der Hardy. Alter, ich hasse euch, ihr dummen, verfickten Schwanzlecker, ey. Ja, echt mal, weißt du, wie das läuft? Auf der Gamescom, falls ihr kommen solltet, ja? Ich meine, die Gamescom, wenn ihr das hier seht, dann ist die Gamescom ja schon ein paar Tage im Ding. Wir sind nur noch morgen da. Alle Faker, wenn ihr mit uns redet, ja, ich schwör, ich werde einfach, obwohl ich ein Sticker bin, ich werde einfach einen richtig geilen Karate-Move machen, noch einen Kopf nach hinten wegslappen. Du ziehst einfach dein T-Shirt aus und dann haust du die mit deinen harten Nippeln um. Ja, oder nicht? Wie nenne ich mich denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich nenne mich Schamlippe. Nenn dich Schamlippe. Erstellen. Ein anderer Charakter trägt bereits diesen Namen. Das ist ja interessant. Dann nenne ich Venuslippe. Wie hast du dich denn genannt? Bram. Nicht im Ernst. Doch. Okay. Ja, die ist halt voll der bekannte Name. Ich habe auch voll viele Freunde, die so heißen, außer dir. Deine Mutter heißt so. Deine Mutter heißt zum Beispiel so. Alles klar, ich bin fertig jetzt. Wie heißt du jetzt? Ich habe einen ziemlich coolen Namen, muss ich sagen. Ja. Ich finde auch richtig geil, Freunde. Ja, dann sag mir mal dein Ding, damit ich dich hinzufügen kann. Okay, ich heiße so ähnlich wie du. Bram habe ich aber nicht gefunden. Müsste aber eigentlich. Mit A und E. Bram. Ganz normal. Brammen. Level Bram, 1. Ach ne, Bram ist nicht online. Wie Bram ist nicht online? Stand da unten Freunde. Freund, wie heißt du denn? Du hast normal Bram, ne? Ja, Bram ist nicht online, steht da. Okay. Bram ist nicht online. Das funktioniert ja schon mal super. Ja, das sind AAA-Titel, wa? Ganz ehrlich, das sieht hier aus. Alter, guck dir mal die Landschaft an. Ja, ich weiß. Hast du schon mal sowas Schönes gesehen? Ja, ohne Spaß, tu mal richtig mal aus, dann kannst du auch noch so quasi in die Ferne gucken, ja? Alter, der Detailreichtum und. Jetzt ohne Spaß, der Golfplatz vom letzten Spiel sah detaillierter aus. Warte mal, können wir vielleicht noch die Grafik einstellen? Nicht, dass wir jetzt gleich wieder zugeflamed werden. Ihr müsst ja mal die Grafik hochstellen! Okay, Farbe, Reichsfarbe auf jeden. Vielnebel, Kamera nach. Hast du eine Spieloption auch die Reichsfarbe, die du auswählen kannst? Die Reichsfarbe? Oh, ja, die hab ich erstmal ausgewählt. Erstmal die Reichsfarbe. Erstmal nee, Reichsfarbe wählen. Reichsfarbe, ja, auf jeden Fall. Ja. Nebel, Kamera, Grafikspeicher. CPU, auf jeden Fall. Okay, ja. Ich konnte draußen, im Hauptmenü, bevor wir das Spiel gestartet haben, konnte ich noch auf 1080p umstellen. Okay, das habe ich jetzt hier nicht. Aber das ändert wahrscheinlich trotzdem nichts an der Tatsache, dass hier echt da stinkt Skyrim ja absolut gegen ab, wa? Ja, gegen diesen Detailreichtum. Also Spaß. Vor allem die Hunde hier auch, so wie schön auch die Namen über den Tieren stehen, weißt du, so richtig. Bist du bei drei Wölfen gespawnt? Nee, ich bin hier bei Wölfen gespawnt, das sind ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, keine Ahnung, 18 Wölfe oder so. Ich hab mich da mit denen angelegt und bin dabei gestorben. Ja, hammergeil. Auf jeden Fall, die Mucke passt ja auf jeden Fall schon mal extrem geil zu dem Spiel, muss ich sagen. Ja, auf der anderen Seite. Irgend so ein scheiß E-Gitarren-Solo, also nichts, dass ich was gegen E-Gitarren-Solo, Soli hätte. Soli? Soli? Ach, du stehst außerhalb der Ich stehe außerhalb der Stadt, ja. Drück mal M, bitte. Dass ich was M, ja. Ja, hab wo ich. Außerhalb der Stadt? Oben, unten, links, rechts? Links. Alles klar. Links auf dem Pfad, der rausgeht. Ja, nichts, dass ich was gegen Gitarren-Soli hätte. Solos. Aber das ist schon ziemlich. Nee. Das ist schon ziemlich behindert. Ganz ehrlich, ich meine, das ist ein MMORPG. Wieso ist hier so ein fucking Panflötenspiel? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Also bei mir kommt gerade Musik, die dazu einigermaßen passt, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, dass mir. Weil ganz ehrlich, guck dir mal die Grafik an, Junge. Das ist ja selbst für ein Free-to-Play-Spiel eine Beleidigung. Ich kann chatten, ne? Okay. Das Game ist absoluter Bullshit. Gut, dass ich jetzt unter dem Namen Bram poste. Ja, ist schon bewusst, dass ich mir das merken werde. Aber. Ja, sorry mal, ich konnte mir nicht den Namen Dingens geben. Ja, das ist kein Problem. Außerdem wissen die Leute doch, dass du mit 3 und 4 gespielt wirst. Möchtest du das nicht, dass ich unter deinem Namen jetzt hier im Spiel poste? Doch, zu dem Spiel kannst du ruhig posten. Okay. Ja, sonst hätte ich das sein gelassen, weißt du, weil ich bin ja sozial. Inkompetenten Scheiße. Nee, sozial. Also ich bin jetzt auch links der Stadt. Hier hin? Ich stehe links der Stadt am Tor. Okay, dann komme ich jetzt zu dem Tor gerannt. Der bewegt sich vor allen Dingen auch super schnell.
An diesen vier Säulen stehst du? An welchen vier Säulen? Ich habe nur ein Tor. Und da habe ich ein Tor mit einem Vortor quasi. Okay, ich bin auf den Koordinaten 490. Ne, Moment, bleib mal kurz stehen. 419, 640. Okay, ich bin jetzt auf so einem großen Platz, wo so ein Waffenhändler ist. Ach, du bist in der Stadt drin? Ja. Was steht immer dir rechts? Es steht ja auch Certain Channel 1. Ja. Da, willkommen zu Metin 2. Ey, gib ein Tutorial. Die spannenden Abenteuer von Metin stehen kurz bevor. Das kann ich mir nicht vorstellen, tut mir furchtbar leid. Okay, Moment, ich bin gerade auch nochmal in die Stadt rein. Warte, ich versuche dich nochmal zu adden. Alter, die Mucke ist sowas von... Alter, die Mucke, das ist Pornomucke, ganz Warum ehrlich. Das ist wirklich... Also hier in der Mitte bekämpfen sich zwei, da steht einer, Ich bin mitten in der Stadt drin. Da steht der Wächter des Dorfplatzes. Da stehe ich. Ja, da, neben dem stehe ich auch. Und zwar stehe ich jetzt neben dem. Ich stehe genau neben... Ja, ich auch. Stehen bei dir auch so Leute da, wo die irgendwie Rockstar heißen... Level 79 sind. Irgendwie nicht, Moment. Was steht denn bei dir unter der Karte rechts? Steht auch Certain Channel 1? Ja! Okay, das ist schon mal die Fehlerquelle ausgewählt. Was ist das denn hier? Vielleicht lasse ich mich ja gerade als offline anzeigen. Was ist das hier? Steuerung, Kameraansicht, Chatfenster, bla bla. Schreib mal was. Test. Jetzt habe ich gerade Test geschrieben. Ja, ich habe nichts gesehen. What the fuck? Freunde. Gilde. Was ist das? Ein Gildenfenster öffnen. Freund hinzufügen. Brammen. Brammen ist nicht online. Item Shop. Ah ja, der geht natürlich direkt. Item Shop? Selbstverständlich. Unten links und rechts. Oh, das ist ja super. Das ist natürlich wieder, wenn man wieder richtig geil. Oh, das ist ein Mount. 99 DR. Ich möchte bitte wissen, hier, ich möchte Drachenmünzen holen. Komm, was muss ich denn blechen? Mhm. Also, ja, gerade gesehen. 50 Drachenmünzen für 5 Euro und da gab es einen Mount für 99. Oh ja. Und da hat er gerade einen Abhang gemacht. Bist du da? Ja, hat er echt einen Abhang gemacht. Eine Sekunde, kurze Aufnahmeunterbrechung. So, sind wir nochmal kurz. Ja, irgendwie hat er gerade einen Abhang gemacht, ist offline und jetzt bin ich alleine. In der Zeit könnt ihr mir nochmal schön diese Stelle, Alter, auch diese Weitsicht, aber wobei das ist wahrscheinlich das mit dem Nebel gemeint. Ganz ehrlich, dadurch, dass ich am Anfang gestorben bin, frage ich mich ja, wo ich jetzt quasi hin muss. Habe ich irgendwie L? Quests. Ah ne, das ist ein Shitfenster. Alles klar, sitzen wir nach unten. Machen wir mal ein bisschen WoW-Style hier. Nach unten links, habe ich gesagt. Gibt ihr noch O? P? Okay, man kann damit laufen. C ist Charakterfenster, V ist Inventar, B ist Aktion, Vergebung, achso. Mission, willkommen. Finde den Stadtwächter, sprich mit dem Stadtwächter, Alter. Finde den Stadtwächter. Das kann ich ja schon mal machen, während Hardy noch auf dem Weg ist, wieder hier hinzukommen. Ich muss schon sagen, guck mal, das ist der rote Fall. Ich muss schon sagen, dass das Spiel irgendwie mega mäßig stinkt bis jetzt. Was mich ein bisschen noch anfickt, ist die Sache mit... Da ist der Stadtwächter. Ja, wir warten jetzt mal kurz hier. Was mich auf jeden Fall richtig derbe anzeigt, ist die Sache mit den Freunden, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich machen wir da wieder irgendwas falsch. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, was man da großartig falsch machen kann, außer hat man seinen Namen falsch genannt. So, jetzt werden wir nochmal kurz eine Pause einlegen, die ihr natürlich nicht mitkriegen werdet, weil die quasi direkt weitergeht. Und ich werde kurz auf den Hardy warten. Also wartet auf uns, wartet auf die Szenen gleich, damit wir nochmal ein bisschen upragen können. Weil ich muss sagen, das Spiel, das... Boah, Alter, ganz ehrlich. Okay, ich versuche das nochmal, während Hardy nochmal weg ist, ich versuche das nochmal kurz mit dem Nebel. Nebel wenig anwenden. Warte, 3 Sekunden bis zum Wenden. Alles klar, Start. Juhu! Let's give him. Okay, Gebiet Joan. Tja. Machst du nix? Wir warten kurz auf Hardy. Bis gleich, ihr geilen Schnecken. Hardy ist wieder da. Ja, das, meine lieben Damen und Herren, ist ein Free-to-Play-Titel. Also, ich muss sagen, da macht das Ganze richtig viel Spaß, wenn man auf einmal
ein Bildschirm hat, in dem sich graue und schwarze Streifen abwechseln und nichts mehr funktioniert. Also ich muss sagen, ja, was soll ich sagen, Dennis? Also, ja, der Rechner ist also einfach zu schlecht für dieses Top-Spiel. Ja, also so, ganz ehrlich, also ich würde gerne den Entwicklern von diesem Spiel mit vollem Anlauf voll in die Nüsse treten, ohne Scheiß. Also ich habe tatsächlich eine erste Quest gefunden, stehe davor und warte auf dich und hoffe, dich dann zu sehen. Okay, du wirst mir wahrscheinlich sofort nochmal eben sagen müssen, welcher Channel das ist und so. Ja, das sag ich dir sofort nochmal. Ich habe auch schon ein bisschen noch hier versucht mit den Optionen, um die Weitsicht zu erhöhen. Aber ganz ehrlich, das ist so, als wenn du auf Scheiße guckst, ob man da so genau hingucken möchte, weiß ich nicht. Ich meine, zieht euch mal in den Boden rein. Jetzt ohne Spaß, der Grasboden in dem letzten Shoot-Online-Spiel war detaillierter als in diesem MMORPG. Das stimmt voll. Und ich muss sagen, auch was ich gerade schon von der Welt gesehen habe, also das ist, ich weiß, es hat mich sofort gefesselt, weißt du, das ist, ja. Hat also diese Atmosphäre, genauso wie Mass Effect, ne? Ja, näher, es ist, das ist der Hammer, also. So. Also, Certain CH1. Ja, ich bin jetzt wieder da. Warte. Ja, der könnte irgendwo da. Und vor allen Dingen, ich ist jetzt mal aufgefallen, dass das von der Aufmachung her unten voll so aussieht wie Diablo 1 oder sowas. Also so ein bisschen. Ja, das stimmt wohl. Ja, weiß ich nicht, aber irgendwie erinnert mich das so daran. Weiß ich auch nicht. So, wo bist denn du jetzt? Ich, pass auf, rück mal. Moment, jetzt muss ich den Buchstaben nochmal suchen. N für Mission, ja? N für Mission? Okay, ja. Das macht natürlich Sinn. Nicht Q für, nicht irgendwie was anderes für Questlog oder so, aber. Oder für Mission, ne. Oder sowas, ja, genau. Oder okay. Ach, auf. Ja, du drückst N, dann jetzt hast du Laufe zum Stadtwächter. Willkommen bei keine Zeitbeschränkung. Die spannenden Abenteuer von Mädchen 2 stehen kurz bevor, ja natürlich. Also, ja, so ist das auch. Ich habe aber keine Quest. Ja, Moment, genau, du hast ja jetzt auf und jetzt mach nochmal dein N auf. Ja. Ja, und dann müsstest du eigentlich, ich hab jetzt einen Stadtwächter gekriegt. Nee, hab ich nicht. Und musst du dann hier hinlaufen. Und der wiederum schickt mich dann nach zum, der gibt mir dann die Quest Wächter des Dorfplatzes. Hast du ja Stadtwächter. Links, ja, genau. Warte, ich muss erstmal. Warte, ich weiß nicht mal, wo ich hinlaufe. Okay. Der wird auch gerade da anzeigt das Blinken. Ah, okay. Weil die Karte ist natürlich absolut geil gemacht auch. Also ganz ehrlich, Hast du eigentlich schon mal irgendeinen anderen Spieler gesehen? Ja, hier auf dem Dorfplatz stehen welche rum. Okay. Stehst du bei dem Stadtwächter? Ich darf gerade wieder den Berg hoch, oder was heißt, merkt diesen Hügel, und jetzt stehe ich wieder davor. Du scheinst neu im Ort zu sein, bla 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 bla, ich will mir das überhaupt gar nicht anhören, okay. Das ist schon komisch, ich meine, mal Freunde. Also ganz ehrlich. Ja, warte. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich echt sage, wer sowas spielt, ne? Ram ist nicht online. Wie ist die Crazy Hardy war das, wa? Ja. Crazy Hardy ist nicht online. Blub. Okay, du heißt Homo Arsch, ne? Ja. Homo Arsch. Okay. Homo Arsch ist nicht online. Okay. Das ist egal, ich habe gerade ASDF57, hab einfach mal auf die Tastatur gehauen, der ist auch nicht online. RAM ist auch nicht online? Okay. Alles klar. Ja, wie gesagt, also ganz ehrlich, wer dieses Spiel spielt, der hat sie nicht mehr auf dem Zaun. Also, ne, das ist einfach Einsteigerfreundlichkeit, nennt man das. Das ist, ganz ehrlich, also die Mucke im Hintergrund. Ich hab irgendwie diese wunderschönen Landschaften, auch mit diesen ganzen Gräsern, die ich hier auf dem Boden sehe. Also der Wahnsinn. An dieser Stelle, da kann Heid leider gerade nicht sehen, aber guckt euch mal diese geile Wegfindung an. Habt ihr das gesehen, was hier passiert? Ich kriege jetzt mal hinter die Säule und jetzt läuft er tatsächlich gegen die Säule und läuft einfach die ganze Zeit geradeaus und passiert nichts. Oh, künstliche Levelbegrenzung gibt es auch. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht die Klippe runterlaufen. Warte mal, ohne Spaß, ja. Das ist so ein Spiel. Wir zocken das hier jetzt ungefähr irgendwie 10 Minuten oder so, ja. Und ich habe jetzt schon die Fresse dick. Ohne Spaß. Wieso kann ich denn die Klippe nicht runterlaufen? Das ist eins der Spiele, wo ich mir sage, ganz ehrlich, ja, ein Einziger hat in den Kommentaren geschrieben, Mädchen 2 ist gar nicht so schlecht. Jetzt mal ehrlich, du bist ein Bastard. Weißt du, wer nicht so schlecht ist? Deine Mutter ist nicht so schlecht. Jetzt mal ehrlich, das Spiel, ohne Spaß, ich habe noch nicht viel gesehen, nur das hier bis jetzt und diese zwei Quests, ja, die mir jetzt schon so derbe abfacken, war. Und, boah, ganz Alter. Ehrlich, ich muss mir jetzt eine anstecken, um meiner Lunge Schaden zuzufügen, damit ich das hier überhaupt irgendwie aushalte. Ja, ich muss mir irgendwo anders irgendwie Schmerzen zufügen. Ich mach mal kurz so ein paar Quests hier und lauf einfach den Weg. Ich kaufe einen roten Trank.
Aber was ist das denn? Ein roten Trank der Menstruation oder was? Alter Vater, ist das ein Bullshit, ey. Das ist echt der absolute. Sehr größte Abenteuer, ja, ja, gib mir einen Sack, ey. Ich möchte reisen. Dies ist eine faszinierende Gegend, aber was passiert denn hier? Auch mal etwas Außergewöhnliches, was? Rotation gehalten. Was steht da? Plus 9 bis 10 Ninja PN, please me. Achso, das ist wahrscheinlich eine Instanz, wa? Ich möchte auch teleportiert werden. Ich möchte, kannst du das auch lesen, da von Juliena? Nein, ich sehe gar nichts. Ich renne jetzt erstmal dahin, wo der. Boah, wieso? Ich meine, wir sind auf dem. Okay, jetzt. Ist das voll derb am Laggen? Ich meine, in dem Chatfenster unten. Jetzt rennt da einer mit einem Mount rum. Wie heißt denn der? Wie heißt der? Angelika. Wieso sehe ich die denn nicht? Angelika 1708. Ich versuche die jetzt mal zu adden. In welcher Stadt bin ich denn? Vielleicht bin ich in einer anderen Stadt als du. Oh, lol! Was denn? Ich glaube, ich weiß, warum wir uns nicht sehen, weil wir verschiedene Reiche genommen haben. Alter. Und ich wette mit dir, dass ich dich deswegen auch nicht adden kann. Ja, wahrscheinlich hat einer von uns die gute Seite und einer die böse genommen aus Versehen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann gehe ich nochmal raus. Dann kann ich das hier ja zeigen. Ausloggen. Nein, ich will nicht das Spiel beenden. Ausloggen. Alles klar. So. Ausloggen. Ich glaube, du kannst aber deinen Charakter nicht löschen. Warum soll ich das nicht können? Außer du musst so einen Code eingeben. Löschcode aus der Account-Verwaltung aus. Okay. Ich will einfach einen neuen erstellen. Geht aber nicht, glaube ich. Doch, da, erstellen. Geht das? Wen hast du denn genommen? Dann nehme ich einfach den gleichen. Ich weiß nicht mal welches. Warte, ich muss mal eben kurz nachgucken. Was auch geil ist, dass man hier sich die Einlog-Daten nicht speichern kann. Das finde ich auch richtig geil. Weißt du, wie kann ich das Reich jetzt nochmal auswählen? So, Verbindung zum Server hergestellt. Lol, so, lass mich raten. Auf dem Server, ich bin in Shiano-Reich. Ich bin im Shinzo-Reich. Shunyo, also Chunjo. Ja, ich bin im Shinzo-Reich. Ja, ich kann aber keinen neuen erstellen, der in einem anderen. Okay, dann geh mal bitte in die Konferenz, wenn wir gehen um einen anderen Server, dann erstellen wir da nochmal einen für das gleiche Reich, ja? Ah, okay, das geht natürlich. Dann gehen wir Server 21 Sobo Channel 1. Okay. Ah, ich habe mich Homo Arsch genannt. Ich wusste nicht, dass man zweimal, dass das hier der gleiche Account ist wie bei Gameforge. Gino-Reich. Wird man automatisch zugewiesen? Ich kann das gar nicht ändern. Binden. Kann ich jetzt überhaupt einen neuen. Ah, ich kann tatsächlich einen neuen erstellen. Ach da, so. So. So, welches Reich nehmen wir denn jetzt? Ja, mir egal. Das linke oben? Also das. Ja, Shunyo. Shunyo. Ja, ist okay. Wählen. Ja, okay, jetzt bin ich da, wo ich gerade schon mal war. Alles klar. Okay, mein Spiel ist doch nicht abgeschissen. So, diesmal nenne ich mich aber. Nenne ich mich nochmal Bram. Ich nehme mich jetzt tatsächlich. Crazy. Ich nehme mich jetzt Crazy Hardy. Ein anderer Charakter trägt diesen Namen bereits. Scheiß Faker. Alles missgestalten, würde ich mal sagen. Oh ja. So. Alles klar. Start. Alter, was ist denn für ein Homo-Server, ey? Ich nenne mich jetzt Homo-Arsch. Der Name ist. Alles klar, ich bin drauf. Komm schon. Geht doch. Okay. Start. Okay. Special Episode. Treffen wir uns beim Dorfplatz in der Mitte. Ja. An diesem runden Platz. Oder betteln sich gerade zwei? Bla bla. Boah, die Kämpfe sehen ja richtig geil aus, muss ich sagen. Ja. Nord. Ach, scheiße, ich lauf grad raus. Weißt du? Glaube ich zumindest. Was macht denn da ein hungriger Wildhund mitten in der Base? So, wie heißt du jetzt? Crazy Hardy. Freunde. Crazy Hardy. Ja. Oh mein Gott. Da läuft er auch schon. Wo bist du denn? Da, ich komme an. Der Bram. Ah, alles klar. Leg mir die Eier, ey. Leg mir die Eier. Es werden die meisten jetzt wahrscheinlich sagen, boah, seid ihr Noobs, ihr habt ja verschiedene Reiche genommen. Ja, okay, das nehmen wir auf unsere Kappe. Ja. Das macht das Spiel aber nicht besser. Nee. Na, jetzt gehen wir noch nach oben zu dem Dorftrottel. Warte, ich trau mich gar nicht mehr in den Itemshop zu gehen, ey. Ohne Spaß, guck dir mal an, wie die hier am Fighten sind. Ja, was ist ja Level 75 gegen Level 90? Haben die echt gegeneinander eine Chance, obwohl die 15 Level auseinander sind?
Das würde mich mal interessieren. Und wieso haben die bitte das gleiche Schwert? Weiß ich nicht. Haben die sich wahrscheinlich gekauft. Ja, ich weiß, was das kostet. Wollen wir uns mal mit denen battlen? Können ja sagen, wir machen euch platt. Ja, ich kotze denen ins Gesicht, weil das Spiel so scheiße ist. Alter, ist das Spiel ohne Spaß, scheiße. Ja, ganz ehrlich. Bei WoW, also man kann jetzt von WoW halten, was man will, ja. Aber da bist du halt in die Welt geworfen, da passiert dann halt irgendeine Scheiße vor deiner Nase. Und nicht so wie hier, ja, wo du dir einen runterholst und sagst, fick deine Oma. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen unlogisch, aber das Spiel ist einfach so schlecht, dass ich nicht mal einen ordentlichen Satz rauskriege, ey. Zum Beispiel die Texturen gehen mir auf den Arsch, ja, hier. Vor allem, guck mal unten links der Hilfe-Button. Das sieht doch voll aus wie aus Diablo geklaut, ja, oder? Als wenn man jetzt ein Level aufsteigen würde. Ja, quasi. Lichter des Dorfplatzes. Was dreht sich da eigentlich unten links? Was ist denn das für ein Button? Achso, da kann man direkt in den Item-Shop rein, ne? Das ist ja super. Ja, natürlich. Damit, falls du so vom Boss-Gegner stehst und dann kommst du nicht weiter, kannst du mal eben dazugehörige Item kaufen, damit du richtig gut ausgerüstet bist. Ich will nicht die Hilfe. Ganz ehrlich, das ist einer der Gründe, warum ich in Zukunft nicht mehr auf das hören werde, was ihr darunter schreibt, ja? Ganz ehrlich, ich spiele Trash Night-Spiele ja eigentlich manchmal ganz gerne, weil wir hatten ein paar dabei, die gingen. Er ist verliebt zum Beispiel, da war ganz okay. Ja, aber das hier ist ohne Spaß, das hier zählt für den Spiel, das ist auf einer Stufe mit Nostail, ja? Das ist zum Kotzen, das kotzt sich jetzt schon an, das nach 18 Minuten. Das ist einfach... Ja, aber du hast gesagt, die sollen uns mal richtigen Bullshit posten. Ja, echt mal, ey. Beziehungsweise ich hab das gesagt, die sollen... Weißt du, wenn ich dir eine Knarre gebe und halt sie an meinen Kopf, sag, drücke ab, tust du das? Weißt du, ich hab ein bisschen Menschenverstand, ey, alter Vater. Das ist eins der Spiele, ohne Spaß, ich weiß, boah, krieg mich einfach auf. Gemischt Warenhändlerin. Ich will zumindest mal eine Quest machen, wo ich irgendeinen hier platt machen muss. Da machen wir jetzt auch so, bla bla, roten Trank, der bumsig, alles klar. Wo bist du denn jetzt? Ich bin zum Dorfwächter gelaufen, dann zum Stadtwächter, dann in der Mitte zum Dorfwächter. Hab mir jetzt den Trank hier geholt und laufe jetzt wieder hin. Okay, warte. Da blinkt auf der Karte immer der Typ, wo der hin muss. Dann muss er auch einmal da hinrennen. Ich bin jetzt gerade bei dem Penner, aber der labert mich zu. So, ein Battle machen. Hören. Ja, können wir das? Ja, du hast aber jetzt einen Trank. Warte mal. Duell. Ich hab dich jetzt in einem Duell. Ja, eine Sekunde. Da rechts ist was. Ja, komm, laber nicht so viel. Duell. Was ist da? Crazy Hardy zum Kopf. Okay. wie hast du das gemacht? Rechtsklick und dann Duell. Rechtsklick, Handeln, Emotionen, zustimmen. Dann kann ich dich jetzt. Ja, ich kann dich jetzt hauen. Toll, wir machen uns nicht mal Schaden. Also, ich hab dich noch nicht einmal getroffen. Ich auch nicht. Ich mach dir gar keinen Damage. Wollt mich am Arsch, ey. Macht das Spaß hier. Oh ja. Was? Okay, kann man das Duell auch irgendwie wieder abbrechen? Hau mal, jetzt kann man das Duell auch nicht mehr abbrechen. Ja, bis zum bitteren Ende, bis danach stirbt. Irgend so eine Leiste sinkt bei mir immer. AP. Also wenn ich dich schlage und so. Boah, ist das ein Bullshit. Ich geh mal eben kurz da. Ja, mach dir mal deine Quest da weiter. Den Trank holen. Gilde gründen, ja, auf jeden Fall. Rückkehr zum Wächter des Dorfplatzes. Kauf einen roten Trank! Ich hab doch jetzt hier zum. Achso, Leute, ich kann den Trank nicht machen. Die Sache. Und wenn ich jetzt da hinten hinlaufe, dann bricht der Kampf dann vielleicht ab. So. Alter, was ist das für ein... Alter, diese Mucke, wa? Zum Spaß, wir kämpfen immer noch. Echt? Können wir noch kämpfen? Ja, wobei, ich glaube die auch... Ja, jetzt treffe ich dich! Aber ich mach dir keinen Damage. Ja, bei mir werden jetzt auf einmal so Kampfanimationen angezeigt. Also so, dass ich dich treffe. So Blitze und so ein Kram. Ja. Aber machen uns keinen Damage. Nö. Ja, Faustkämpfe sind ja auch völlig überbewertet. So, komm. Aber ich kann von dem keine Quest annehmen. Du? Ja, ich gebe dir jetzt erstmal die Quest ab. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, der müsste eigentlich eine neue haben, aber ich glaube, man kann die nicht annehmen, weil wir im Kampf sind. Moment, ich logge mich mal ganz kurz aus, dann ist das. Dann lockt schon wieder. Alter, ja, okay. Ich mal 10 Sekunden, weil ich im Kampf bin. Ja. Boah, Alter, ist das ein Bullshit-Spiel, ja? Das ist echt das allerletzte, ja, das allerletzte. Boah, ganz ehrlich, ich meine, warum spielt man denn dann nicht WoW, wenn man hier in dem Item-Shop sowieso, wenn die meisten Leute ihre Kohle dafür raushauen? Ja, oder wenn ihr kein Geld habt, zockt LOL oder so. Vor allem, ich könnte mir nicht ständig... Leute. Alter, jetzt ist das Spiel auch noch abgestürzt. Oh ja.
Aber hat ja schon recht, warum spielen Leute dann nicht einfach WoW, zum Beispiel die ersten 20 Level, kann man umsonst spielen. Ich meine, die oder so. 13 Euro im Monat oder die 14, 15 Euro im Monat, ich meine, das ganz ehrlich, das, ich meine, klar, die meisten haben vielleicht keine Kreditkarte oder was weiß ich was. Ich meine, es gibt doch auch diese Karten, die man für WoW kaufen kann. Ne? Diese Pay-Karten. Ja, die Pay-Safe-Karten. Ja, genau. So, ich meine, das kann man noch machen, aber ich meine... Alternativ könnte einfach mir das Geld auf den, überweisen und ich vernichte das, dann ist es immer noch sinnvoller, als für so eine Kacke hier Geld auszugeben. Ey. Ja, aber ich meine, okay, ich kann das verstehen, weil manche Leute nicht das Geld haben, ja, WoW zu spielen Kampf oder so. Ja. Das ist behindert, ey, ohne Scheiße. Aber ohne Spaß, ich kann die Quiz von dem hier nicht annehmen. Gilde aber wie Gründen. Kommen wir angreifen? Nein. Automatisch angreifen. B, V. Ich hätte gerne mal meinen Rucksack. Inventar. 200 Yang habe ich. Und einen Fächer. Wo ist denn mein Inventar? Ah, da. Da, ich habe jetzt eine Waffe. Ich auch. Ich mache dir trotzdem keinen Schaden. Nee. Was ist das? Automatisch angreifen. Okay, ich mach dir keinen Damage. Ja, ich dir auch nicht. Was ist da? Komm, ich glaube, jetzt sind wir zum Dorfwohner hier. Was ist das denn da? Der Lagerverwalter. Nahkampflehrer. Mentalkämpfer. Was bin ich denn? Mentalkämpfer bin ich, oder? Was bin ich? C. Nahkampflehrer. Ja. Fertigkeiten. Ja. Oh, ich hänge eine Laterne fest. Das ist ja super. Ich kann nicht mit dem reden. Kannst du mit denen reden? Diese Fähigkeit ist nicht erlernt. Ja. Bist du eigentlich gerade hingeflogen? Ja. War schon wieder. Mach ich dir Damage? Nein. Aua. Hörst du eigentlich, dass man in der Stadt ist? Machst du gerade eine Kombo oder so? Oder wer ist das gemacht? Ach, ich glaube, die Battle. Ach, ich glaube, man kann sich hier. Ach, ich glaube, Duell bedeutet einfach nur, dass man ein bisschen hier mit seinen Fähigkeiten rumprobiert. Man kann sich vielleicht gar nicht selber killen. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Ja, dass man hier einfach so, das ist so Showkampfmäßig, dass man hier sich hier nicht gegenseitig umbringen kann. Sondern dass man einfach ein paar Zauber sich gegenseitig hier auf die Pelle brennt oder so und man halt, ne, aber nicht sterben kann. Okay, und wie ist das mit einer Quest? Ja, aber ich verstehe auch nicht, wieso ich das... Was ist denn mit dem Hund hier? Den kann ich auch nicht hauen. Ja, guck mal, die beiden kloppen sich immer noch. Ja, ja, eben. Ich glaube, die haben Auto angreifen an und dann schreiben die währenddessen die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich. Ganz echt, der, boah, Alter, der Fun-Faktor, weil ich schwör bei Gott. Ich bin so froh, wenn die Trash-Nacht vorbei ist. Alter, ohne Scheiß, weil ich glaube, die Leute, die Entwickler, haben sich einfach so eine Panflöten-CD gekauft. Ja. Und die dann in der Dauerschleife. Wie man so einen schwulen Soundtrack zu dem Spiel da reinspeisen kann, das ist der Hammer. Ich bin ziemlich beschäftigt. Kann ich dir boxen? Man sagt, du bist Heilkundiger. Bla 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 bla. Alter, war ja hochinteressant. Lass mal aus der Stadt rausgehen und mal gucken, ob wir irgendwie ein paar Hunde fetzen können. Alles klar. Wahrscheinlich müssen wir Level 10 werden oder so. Und dann fetzen wir jetzt irgendwelche Leute. Weiter. Ja. Fesselt dich die Motivationsspirale aus Töten? Ja, total. Auch schon. Bram, kann ich denn jetzt mit dir machen? Ich kann nichts mit dir machen. Ne, seitdem wir den Duell angefangen haben, kann ich nichts mehr mit dir machen. Vorher konnte ich mit dir handeln oder eine Gruppe machen und so eine Kacke. Ja. Vielleicht gehen wir mal auf H, Hilfe. Da. Angreifen. Flüsterfenster öffnen, Chatprotokoll, Inventar, Minikarte, Angriffsmodus wechseln, Gegenstände aufheben, Gildenfenster, Freundesliste, angreifen. Da steht aber nichts davon, wie ich ein Duell wieder beenden kann. Boah, Alter. Alter, diese Panflötenmucke war. Macht mich wahnsinnig. Und das Spiel ist so schlecht. Boah, wie schlecht die Umgebung aussieht, ey. Hier ist ja nichts. Ohne Spaß, das Spiel ist das schlechteste Spiel, was wir bis jetzt hatten. Ich glaube auch. Das schlechteste, das Spiel, meine Damen und Herren, ist schlechter als Wolf Team. Oh ja. Dann kriegst du wildbissiger Hund. Auf jeden Fall. Gib ihm. Boah, jetzt gebe ich ihm. Jetzt hau ich ihn kaputt. Oh geil, ich bleib auf. Ja, kannst du die fetzen? Ja, die kann ich fetzen. Boah, ich hab den ersten getötet. Und den zweiten. Boah, ich bin voll der König von Fetzig, ey.
Können wir uns eigentlich immer noch auf die Fresse geben hier draußen? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ja, jetzt können wir uns hauen. Ja, wir können uns. Ja, wir können uns, wir konnten uns auch vorher hauen, aber wir kriegen keinen Damage. Nee, doch, jetzt krieg ich Damage. Wie du hast. Aber dann hau mich nochmal. Nee, doch nicht. Ich glaube, du hast Damage von den Hunden gekriegt. Ja, wahrscheinlich. Guck mal, ich box die jetzt wieder mal weg. Ja, komm, ich nehme jetzt alle hier. In die große Gruppe stelle ich mich jetzt rein. Ich nehme jetzt alle. Das ist eine schlechte Idee, Dennis. Ach, weißt du, ganz ehrlich, das ist doch. Das war so egal, ganz ehrlich, wenn man in so einem Spiel hier stirbt, dann scheiße. Warte, ich muss dir helfen. Dann bin ich gestorben. Ich meine ganz ehrlich, ich meine, bei WoW ist so Granten oder beziehungsweise hier so Viecherschnetzeln per Auftrag ja schon langweilig, wa? Aber das macht da noch mehr Spaß als das hier. Weil das ist einfach so mega langweilig. Boah, leck mich am Arsch, jetzt mal ohne Spaß. Wer hat das überhaupt vorgespielt? Das heißt, also der das vorgeschlagen hat, muss es zumindest schon mal gespielt haben. Da frage ich dich, warum. Wahrscheinlich, weil er mal ausprobieren wollte. Ja, ganz ehrlich. Irgendeiner muss damit angefangen haben, das erste Mal zu zocken. Status erhöhen, ich bin Level gestiegen. Hammer. Ist ja höchst interessant, ey. Ich habe mir gerade am Sack gekratzt. Du hast 27 Jahre gehalten. Bitte, jetzt wollen wir uns mal die Gruppe da vorne schmeißen. Oh, warte mal, komm, lass die mal alle pullen. Alle pullen? Du kannst vor denen ja wegrennen. Ist mir doch egal. Jetzt hab ich sie alle, gezwungen. Warte, ich zieh da hinten auch nochmal. Was hat denn der für ein Dicker? Oh Leute, das sind Level 7 Keiler. Jawohl, jetzt hab ich sie alle geholt. Ah. Ja, ich bin gestorben. Hier neu starten. Kann ich nicht. Warte, ich muss ein paar Mal drauf drücken. Ich hau da jetzt auch nochmal rein. Boah, hast du gesehen, Junge, was für einen geilen Move ich hier mache? Jetzt bin ich gestorben. Leute, ich bin schon wieder gestorben. Wieder starten. Warte 7 Sekunden. 5 Sekunden. Wo ohne Spaß war. Wenn ich das Spiel uns länger spiele, ich merke richtig, wie meine intellektuelle Fähigkeit einfach abnimmt. Alter, ich starte irgendwie mit 2 HP oder so. Ich kriege einen Hit und bin sofort tot. Werd einfach immer dümmer. Umso länger ich das Spiel spiele. Ja. Okay, ich darf einfach nicht draufhauen. Alles klar. Das ist ein Trank. Ich will jetzt einen schlucken. Du darfst den Trank, aber der gehört doch noch zu der Quest, oder nicht? Na, ist mir egal. Warte, ich kann jetzt erhöhen. Ich habe 2 Punkte und ich möchte meine Vitalität erhöhen. Wenn irgendjemand von euch, also kennst du Lineage? Lineage? Ja, das MMO, das ist auch total auf Grinden gesetzt. Da kriegst du wirklich nur so Quests wie töte 400 davon, töte 500 davon. Oh mein Gott. Sonst mal die Gruppe hier schnappen mit den ganzen Tränken. Ich hab 9 Stück. Vielleicht schaffen die ja. Wo hast du denn 9 Tränke her? Weiß ich nicht. Ich hab 13 Tränke. Also sollen wir die mal geben hier? Ja, komm, wir pullen jetzt mal, ne? Ja. Draufhauen. Warte. Kurz geruckelt. Alles klar, jetzt haben wir sie. Oh, ja. Jetzt geht's los. Warte, ich muss einen Trank nehmen. LOL, der braucht noch den Trank, bis er den. Ja, ich bin tot. Ach, okay. Snoop oder was? Du gehst jetzt auch drauf. Ah ja, bin ich. Ja, knapp. Boah, Alter, merkst du. Komm, weißt du, was wir machen nochmal? Ich hab eine gute Idee. Was denn? Wir laufen nochmal kurz irgendwo hin, wo was Spaßiges sein könnte. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwo der Fall ist. Okay, dann lass uns mal in der Gruppe hier vorbeirennen. Nee, lass mal hier links lang rennen. Da hinten ist das Gebirge Bockjung. Was ist da? Moment. Da ist Gebiet Bockjung. Okay, interessant. Weißt du, wir geben dem Spieler eine Chance. Ganz ehrlich, denn ist die Lebenszeit, kriege ich nie wieder. lass uns mal mit den Bären da hinten fetzen. Alter, der ist Level 15. Der ist mir doch egal. Wir nehmen uns beide einen davon vor. Kann natürlich sein, dass wir jetzt den ganzen Rest hier damit pullen, aber ist mir egal. Ah, von mir aus. Komm. Wie heißt der denn? Hungriger Grizzly. Welchen nehmen wir denn? Das nicht. Den hier. Den? Alles klar. Lol, jetzt kommen natürlich alle drei, ist klar. Boah, guck mal, die können wir besiegen. Wenn wir die ganze Zeit draufhauen, dann gehen die weg. Ja, aber ich bin schon tot. Achso, du bist auch ein Bobby. Du bist ein Bobby. Ich bin schon wieder gestorben, ey. Ja, okay, ich meine, da mit dem Sterben jetzt, alles klar, man könnte jetzt natürlich die ganze Zeit diese kleinen Wichswölfe da farmen, ja. Die haben schon wieder volles Life. Ja, ich glaube, das ist aber gewollt, damit man die quasi nicht tot zerkt. Aber ja, nehmen wir andersrum. Wir wollten ja mal da kurz... Da hinten ist ein Schwarzbär. Der ist Level 19. Ist ja auch voll geil,
dass die Viecher so nah beieinander stehen, von dem Level her. Ja. Wahrscheinlich gibt's auch nur, drück mal M. Siehst du die Karte? Ja. Wahrscheinlich gibt's nur die. Da sind alle Gegner drauf. Von 1 bis 400. Wahrscheinlich. Da vorne ist ein Level 21. Cool, lass uns gucken. Wir laufen einfach mal den Weg hier weiter. Da vorne gibt's gleich... Der Braunbär? Ja. Mal geil, okay. Guck mal, das ist natürlich... Da vorne, das hat er vorne. Das ist ein Tiger, Stufe 18, okay? 25 ist der Mannequin hier. Der Lykos da ist Level 30. Ja, der Lykos hier ist 30. Aber das Portal, das auch alle, wie die auch alle voll hier... Weißt du, wenn wir bei WoW jetzt hier durch so ein Ding laufen würden, dann wären die schon auf einen halben Kilometer, hätten die uns schon angegriffen. Oh ja. Lol, dieser Alpha-Wolf verfolgt mich. Ja, lol, jetzt greifen die mich an. Nee, nur der Wolf verfolgt mich. Lass mal durch das Portal gehen. Ja. Problem ist, der Wolf holt mich gleich ein. Gebiet. Guck mal, sogar mit Unterstrich. Gebiet Unterstrich Bock, Jung. Ja. Was, boah, geil. Zieh den Effekt rein. Leck mir die Eier. Jetzt gucken wir mal M. Boah, aber geil. Jetzt geht weiter. Oh, vielleicht gibt's ja doch nicht nur die Karte. Na komm, wir gucken uns jetzt mal hier um. Ja. Was ist denn da vorne? Stufe 18. Ja, ist machbar, würde ich mal sagen. Too easy. Hä, wieso bin ich eigentlich immer noch Level 1? Ich bin doch vorhin schon eine Stufe aufgestiegen, oder nicht? Was, vielleicht, wenn man stirbt, verliert man vielleicht wieder Erfahrungspunkte. Und Lebenszeit. Okay. Aber das Spiel ist so... Lass mal in die Stadt da noch rennen und dann bin ich auch dafür, dass wir quasi die Zwischenzeit schon beenden. Meine Motivation ja, ist echt unter Null. Zum auf furchtbar leid, ja, aber das Spiel ist einfach richtig scheiße. Oh ja. Und ich hab grad... LOL, ich hab so ein Lied, wo einer am Singen ist. Ja, ich auch. Das wollte ich gerade sagen. Boah, Alter. Wie kann man nur so eine Scheißmucke in MLB einbauen? Ah, da hinten ist die Brücke, wir müssen da rechts. Wer ist das denn? Böser Sturmbogenschütze, Level 29. Geil. Ey, das ist ein Zoomer. Ich hab den gehauen! Scheiße, Dallas! Ja, wenn. Ich renne. Leute, die sind voll langsam, die können ja gar nichts. Komm, ja, die können gar nichts, sagst du. Jetzt einfach mal in die Stadt rein, da kriegen wir Schutz. Ja. Von den ganzen Molokken. Oh, komm, cool, die lassen schon ab. Hammer nice. Leute, der wilde Ergebener, der rennt voll geil. Was hat er denn der für ein Level? 32. Ja, boah, selten beim Spiel so gelangweilt, ey. Oh ja. Ja, ganz ehrlich, also wir können eigentlich schon mal anfangen mit dem Fazit, wa? Ja. Was der richtig ich glaube, scheiße. Also ich muss sagen, was kann man denn zu dem Spiel sagen? Also das ist echt, sowohl ehrlich, die Programmierer. Da würde ich lieber, ich meine, du kennst ja, es gibt ja sowas wie weiße Folter, ne? Also so Foltermethoden, die man am Körper nicht sehen kann, die aber meistens so psychische Kacke. Schäden hinterlassen. Ja, und dann gibt es ja die Einzelhaft, wo du in so einer Kammer bist, wo du nichts sehen kannst und ja noch Schall isoliert ist. Ja. Ja, und danach kriegst du irgendwie so Hallus und bist danach, du drehst einfach voll am Rad, weißt du? Und wenn du dich am besten dann auch auf so einen Stuhl fesseln, dass du dich auch nicht bewegen kannst. Ja, genau so ist das Spiel, weißt du? Das macht dich einfach wahnsinnig. Das ist einfach das Schlimmste von der Welt. Ganz ehrlich, dass ich mir noch nicht in die Hose gepinkelt habe, ist auch schon alles. Ja, aber nicht, weil man irgendwie dumm ist oder so, sondern man wird einfach langsam dement, während man da zockt, ey. Oh ja. Das ist ja laufen natürlich gegen, jetzt mal ehrlich, der Funfuck da auch. Ich meine, wir wissen, was wir machen müssten. Wir müssten jetzt halt grinden und Grind-Spiele sind richtig scheiße. Und jetzt kommen die an. Letztens habe ich einen auf Facebook angeschrieben. Boah, ihr Spacken bei Golf Online, ihr seid voll die Noobs und so. Da wollte ich mal gesagt haben, ganz ehrlich, dann tut mir leid, dann guckt ihr die Trash halt nicht an, ja? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will echt ohne Scheiß, wer unter das Video schreibt, ihr müsst dem Spiel mal eine Chance geben und wenn ihr mal so Level gebannt. 20 seid oder so. Der wird gebannt. Nein, nicht unbedingt das, aber ganz ehrlich, das kann der selber nicht ernst. Wer in dem Spiel Level 20 ist oder wenn im Spiel höher ist als Level 1, der wird gebannt. Weil dann habt ihr da zu lange gezockt und dann seid ihr nicht mehr. Ich wollte sagen, wir müssen euch dann zu eurem eigenen Schutz bannen, damit ihr mal ein bisschen euer Leben, eure Freizeit mehr etwas sinnvoller investiert als in so einen absoluten Bullshit, Junge. Ich darf nicht absoluter Bullshit sagen, weil das ist ja eigentlich eine Wertung. Ja, das ist eigentlich eine Wertung. Das Spiel ja noch schlechter. Das Spiel ist noch schlechter als Wolf Team. Alter, hier stehen nicht mal Pflanzen rum. Gar nichts. Du fährst doch links den Baum. Ist doch eine Pflanze. Ja, super. Ein paar Bäume. Man geht so mal schwimmen und dann, ganz ehrlich. Kann man denn überhaupt schwimmen? Keine Ahnung. Das ist mir auch egal. Das Spiel. Und ich kann auch nicht springen. Selten so von. Okay, du kannst auch nicht ins Wasser rein. Nee, ich kann auch nicht runterspringen.
Aber du kannst mit Leertaste so hauen. Aber geil. Boah, Alter, ist das spaßig. Ja, ich glaub, ich so rennt mein Charakter jetzt von alleine. Leute, der rennt immer in die Richtung. Ja, wenn er halt nicht mehr weiter kannst. Ich lass mich jetzt nochmal töten und drück mal auf Startbildschirm. Na, ganz ehrlich, tut mir leid, ich kann jetzt nicht mehr sehen. Ich krieg Kotzen. So. Ich kriege Kotzen von dem Spiel. Das ist so schlecht. Das ist das schlechteste Spiel, das wir jetzt hatten, ja. Und das ist nach den Sachen, die wir hatten, ist das schon echt eine Kunst. Das ist einfach, jetzt mal ohne Spaß, ja, das ist so kacke, da ist nichts Gutes dran, ja. Die Präsentation ist kacke, die Grafik ist kacke, das Spiel ist kacke. Die Musik ist vor allem scheiße. Die Musik ist scheiße. Die Musik ist einfach scheiße. So, zumindest passt sie nicht zu dem Spiel. Ja, also. Das bin ich ja beim Wächter des Dorfs. Ich schwöre bei Gott, weil sobald ich hier gleich den F9-Button drücke, wird das Spiel installiert. Das ist einfach das schlechteste Spiel. Mit Abstand das schlechteste Spiel, was wir bis jetzt in der Trashnet hatten. Und das sage ich, obwohl wir Nostal gespielt haben. Oh, ja. Yeah. Aber in Nostal hatten wir wenigstens auch die komische Schusse mit den dicken Mappies, die man sich angucken konnte, ja. Oh, ja. Die hat nämlich so einen Pluspunkt und das Spiel hat einfach nichts. Das ist einfach scheiße. Und ich sage auch hiermit, ja, wenn noch jemand irgendjemanden ein MMORPG vorschlägt, der wird auch gebannt, ja. Alle gebannt, ja. Das kann nicht mehr. Keine Zuschauer mehr, weil alle gebannt sind. Ja, allesamt. Na, wir werden natürlich nicht gebannt, wa? Aber ihr seid dicke Homos, wenn ihr das macht. Aber Dennis, wir haben es selbst heraufbeschworen, weißt du? Wir haben letzte Folge gesagt, wir wollen mal wieder richtigen Bullshit haben. Jetzt haben wir einen gekriegt und jetzt beschweren wir uns. Ja, echt mal. Weißt du, ursprünglich, ohne Spaß, ich habe sogar das versprochene Gewinnspiel vorbereitet. Aber das stellen wir diese Woche nicht vor zu dem Spiel. So schlecht ist das. So schlecht ist das Spiel. Ah, geil. Nicht mal das gibt es dafür, ja. Ganz ehrlich, ich will das Spiel, weil dann gucken sich das mehr Leute an, ja. Das geht nicht. Dabei mache ich das Spiel lieber für ein Spiel auf, was mir nicht die Zehennägel nach hinten wegfrisst. Oh, Mann. Stufe 30. Aha. Ich kann jetzt. Das ist ein Open-World-Spiel. Wenn ich nicht mehr über so eine Klippe rennen kann und selbst wenn ich da runterfalle und sterbe, scheiß drauf, aber ich kann hier einfach nicht weiterlaufen, weißt du? Das ist doch ein Witz! Und wenn ich dann da unten hinklicke, dann rennt er die ganze Zeit gegen diese künstliche Begrenzung, anstatt den Weg da hinten zu finden. Oh ja, meine Tüste rennt sofort gegen ein Schild und rennt jetzt die ganze Zeit. Alter. Na gut. Also ihr wisst, was wir davon halten, schlecht. Nicht spielen, nicht tun. Nee, echt nicht spielen. Also dat, ich dürfte ihn echt nicht den Gefallen tun, ja. Also dat, ich muss jetzt, ich will noch mal kurz in den Itemshop gucken. Ja, das können wir noch mal kurz machen. So. Ich hoffe nur, dass mein Spiel jetzt nicht wieder abschaltet. Und ich hoffe mal, dass der Itemshop auch aufgenommen wird, weil damit habe ich schon öfter Probleme gehabt, dass der Bildschirm einfach leer. Pferdezucker. Dieser Pferdezucker ermöglicht euch bla bla. Ein Stück, nur ein Nacht, okay. Dem Reittier für 30 Tage einen Namen zu geben. Gleichzeitig erhöht es während dieser 30 Tage den Verteidigungswert auf 20. Achte darauf, deinem Pferd nicht deinen eigenen Namen zu geben. Heißt, du kannst für 41 Drachendinger, wir rufen uns in Erinnerung, 50 Stück kosten 5 Euro. Ja, heißt also, du kannst für 4 Euro 30 Tage lang deinem Reittier einen Namen geben. Und es hat 20 mehr Verteidigung. Ja. Gekauft, Erfahrungsring du, erhöht das Sammeln von Erfahrung 15 Tage lang um 50%. Und das kostet 10 Euro. Für 15 Tage lang. Doppelte Erfahrung. Das ist doch ein Witz, oder? Alter, es gibt Drachenmünzen und Drachen. Also es gibt DR und DM. Ich habe 5 DM schon. Was kosten denn nochmal? Was von beiden konnte man sich denn kaufen, bevor wir jetzt hier rumflamen? DR konnte man sich kaufen. Drachenmünzen holen. So, jetzt hoffe ich, dass mein Spiel nicht wieder abkackt. Alter, ihr habt da echt so der 50 Spiele. Drachenmünzen kosten 5 Euro. 3000 kosten 100 Euro. Ihr habt so derbe gelitten. Moment, 10 Stück, also 10 mal 30, also 300 Minuten, also 6 Stunden, ja? Für 6 Stunden schneller laufen, 35 Drachenmünzen, also knapp 3,50 Euro. Ja. Ja, das ist doch geil, das ist doch vor allen Dingen, das ist ja das Geile, weißt du? Das Spiel, nicht, wenn das Spiel wenigstens geil wäre, weißt du? Aber die Frechheit, bei so einem homo abgefuckten Fickspiel auch noch solche Preise zu nehmen, das ist doch schon, das grenzt doch schon an Kriminalität, ey. Das ist echt. Das ist kriminell, ohne Scheiß. Ja, dann kann man lieber Drogen verkaufen, da haben die Leute wenigstens noch was von. Ja, echt mal. Ja, ist doch wahr. Okay, mit dennoch Frisuren des Angriffs. Oh, okay. Hochzeit und Ehe. Frisuren. Eine Frisur kostet 3,90 Euro. Ja, das ist ja richtig geil. Vor allem sind wir denn auch eine Frisur mit den. Aha. Preis. 89 Drachenmünzen.
Erfahrungsringe, Leute, das Sammeln von Erfahrung 30 Tage lang um 50 auf für 200 Drachenmünzen. Ah, ich gehe davon aus, dass man wohl ein paar finden kann, oder? Was ein paar finden kann? Drachenmünzen. Gegenstände. Ach, meinst du? Ja, ein paar, so 10 oder so. Hochzeit und Ehe. Okay. Kampf und Geschick, Schrumpfkopf. Aha. Ich will mal wissen, was das teuerste hier ist. 199 Dings, weil. Okay. Meine Wandelzauber bis jetzt. Oh, geil! Passierschein, du darfst eine weitere Ebene des Spinnendungeons betreten, wenn du diesen Passierschein dem zuständigen Wächter vorlegst. Oh, geil. Heißt also, du darfst pro Ebene 90 Cent bezahlen, damit du weiter in diesen Dungeon kannst. Premium Box. 366. Echt Premium-Box? Wo hast du die gefunden? Die ist exklusiv rund um sorglos Premium-Paket, bringt dich in fast allen Bereichen schneller voran. 30 Tage lang, mehr LP, mehr Young, mehr Items. Da! Segensschriftrolle 2+1 Sparpaket, 1440 DM. Beseitigt das Risiko, einen Gegenstand zu zerstören, wenn seine Verbesserung fehlschlägt. In diesem Fall wird lediglich seine Qualität um 1 verringert. Dafür soll man, wie viel zahlen? 50 Euro? Aber DM, Drachenmünzen. Ach, DM, okay, schade, ich wollte jetzt schon richtig abgehen. Was sind denn Drachenmünzen, ist die Frage. Ja, Moment, Drachenmünze. Die hast du beide Drachenmünzen? Drachenmarken sind das, ja. Ja. Ja, weiß nicht, was Drachenmarken sind. Marken-Items. Ich gehe davon aus, Marken kannst du wahrscheinlich finden. Da, ich kann mir sogar das kaufen. Ich habe 5 Stück. Moschusöl. Alles klar, will ich haben. Wandel und Neuanfang. Ja, okay. Belassen wir es hierbei. Boah, Alter, ich muss schon Geld wegen so einer Kacke. Das Spiel ist scheiße. Spielt das nicht. Gibt kein Geld aus. Keine Ahnung, ja, irgendwas. Denkt euch noch irgendwas aus, was jetzt beleidigend ist. Ich hab keinen Bock mehr, weil das Spiel langweilt mich so derbe und ja, ist einfach fickig, ey. Tut mir auf jeden Fall leid, ja. Oh ja. Und schreibt natürlich in den Comments immer, drückt auf den Mag ich-Button, guckt, edit uns bei Facebook, das übliche, ja. Edit uns. So, das übliche. Ja, also ganz ehrlich, ich hab nicht mehr die Motivation mehr, das anzupreisen. Ja, ganz ehrlich, edit mich halt nicht bei Facebook, ja, wenn das durch das Spiel hier ist. Weißt du, ich will gar keine Likes durch das Video haben. Ah, schön. Eigentlich müsste man den Leuten sagen, die sollen alle auf Dislike drücken. Eigentlich schon, wa? Ja, eigentlich. Aber macht das bloß nicht. Nee, macht das echt nicht. Dann kriegen wir Ärger mit Peter. Jetzt werden die halt eh machen. Ja, der meckert dann echt. Ja, das dürfen wir nicht. Drückt lieber alle auf Gefällt mir, das ist eine coole Sache. Aber sponsert das Spiel in keinem. Geht nicht auf die Internetseite von denen, ja? Das ist wie so ein Virus einfach nur. Ja, auf jeden Fall. So, können wir jetzt bitte das Video beenden? Das halte ich nicht mehr aus. Ja, ich lasse euch jetzt noch mit diesem schönen Sonnenuntergang hier einmal rumschweifen in Stille. Mit der wunderschönen Hintermusik lasse ich jetzt noch kurz alleine und verabschiede. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Haut rein. Miau.